Tja, dunkle Grüße und willkommen zurück in meinem kleinen Themenpark der Dinosaurierwelt Jurassic World Evolution. Und heute beginnt es tragisch mit dem Todesfall. So langsam ist echt nicht mehr schön. Transportteams abtransportieren. Strohdomosaurier Nummer 8. Auf Wiedersehen. Wir haben dich lieb gehabt. So, nächster bitte. So, ich wollte ja heute die neue Insel anfangen und so weiter. Werde ich auch tun, weil hier ist ja kaum noch was zu machen, aber das hier würde ich gerne noch schaffen vorher. Und ich würde natürlich ganz gern... noch ein bisschen Forschungsteams losschicken und DNA-Proben holen. Ich wollte schon ja DNA sagen hier. Falsch. DNA-Proben holen. Ja, da läuft er. Der Dillo? Hat zu wenig Wald. Wieso ist hier ein Dillo? Überlebt der? Der hat genug Wald. Wieso hat der genug Wald? Moment. Achso, stimmt, die hatte ich ja getrennt, die beiden. Siehst du, da sind Dillos und da sind Velociraptoren drin. Okay, dann passt das wieder. Wieso hat er nicht nur Gewalt? Komm, das ist... Geht ja so nicht, ne? Hier. Hast ein bisschen Wald. Noch ein bisschen Wald. Gern geschehen. Das ist voll sozial hier. Ja, schön. Und dann noch einen Dillo freilassen. Ist ja spendabel heutzutage. Die Velos bleiben, wie sie sind. Gefährlich genug, die Teile. Jedenfalls noch ein paar Fossilien sammeln, damit ich auch dann im nächsten, auf der nächsten Insel direkt was zu verkaufen habe, um mein Startkapital ein bisschen zu pushen. Ja, da erzählt ihr was, ne? Hoppala. Rum. Oh. Oh Mann, ich wollte da nicht rauf. Ich wollte die Kamera ein bisschen drehen gerade bloß. Menu. Mal ranzoomen hier. Stampf. Ich finde es immer noch sehr schade. Ein bisschen blöde, ehrlich gesagt. Dass man einfach diese Velociraptoren nicht vogelartiger gemacht hat im Spiel. Das missfällt mir. Die sehen echt komisch aus. So sollten die aber nicht aussehen. Naja. Ja, extrahieren. Ich wollte was zum Verkaufen haben, nicht zum Extrahieren, aber nehme ich trotzdem. Ein paar Baryonyxe. Den teure natürlich, klar. Abgrasen. Die habe ich alles gemacht, ne? Wäre komisch, finde ich. Was immer noch irgendwie neu leuchtet, aber ist Quatsch. Die Gelegenheit ist da. Nutzen Sie sie. Ja, ich bin nicht fast dabei. Ich wollte mal eben hier nicht gucken, wie es aussieht mit dem Risiko. Sehr gering. So muss das ja. So, wunderschön. Mein Gewinn muss noch ein bisschen steigen. Aber das kriegen wir hin, oder was? Das will ich auch noch schaffen, die Quest. Aha, nein. Dort war's. Lasst ihn frei! Ja. So, wie bekomme ich jetzt ein bisschen mehr Gewinn? 20.000 müssten es bloß sein. Klingt doch nach einem machbaren Ziel. Sicherheitszentrum, Wissenschaftszentrum. Noch so ein Theater hier und ich bin ja drin. 32.000 pro Minute. Das würde locker reichen, aber... Platz dafür aber natürlich nicht. Was sagen die beiden Teile hier? Du gibst mir auch 30.000 pro Minute, Tatsache. Okay. 17.000. Ja, stimmt, es ist ja hier... Forschung gibt dir gar nichts. Hier ist es voll und Unterhaltung ist nur halb voll, die Posten fast das meiste. Ja, das hatte ich ja schon mal rausbekommen, dass das so merkwürdig ist. Gesti. Ist hier echt dabei. Was hier dabei? Dann mache ich nämlich nochmal... Oder versuche nochmal ein Sicherheitszentrum zu bauen. Aber ich habe so das Gefühl, es passt wieder mal nirgendwo hin, weil alles voll ist. Und dieses blöde Terraform nicht annähernd so gut ist, wie man das haben würde. Im Idealfall. Das kannst du knicken, das passt hier auf gar keinen Fall hin. Ich kann es hier bitte ins Gehege bauen. Das wäre natürlich auch sinnvoll. Auf jeden Fall eine Abenteuerreise, da hinzukommen dann. Aber nee, lass mal. Das werde ich anders lösen. Müssen. Können. Hoffentlich können. Wenn ich einfach hier hinbaue.
Na, da ist ja sonst weiter nichts. Und dann müssten die Leute sowieso hingehen, weil wegen einer Schienenbahn. Mal sehen. Zack. Übrigens, wenn ihr euch jetzt wundert, dass es hier so ein Geräusch gibt, ne? Also, das ist dann der Ventilator. Heute ist ja der heißeste Tag in Deutschland oder des Jahres. Oder überhaupt, höchstwahrscheinlich. Und aus diesem einfachen Grunde natürlich ganz klar, überlebe ich nicht ohne hitzefrei, hitzevertreibendes oder gefühlt hitzevertreibendes Ventilationsgedöns. Da hat kein Strom da drüben, das ist nicht gut. Auch der braucht Strom. Na? Na, da warst du gerade. Na? Da. So, wo ist hier nichts im Mast? Dort. Verbaut, verbaut. Ja, auch verbaut. Komme ich hier überhaupt durch? Jetzt, wo die Schienenbahn da im Weg ist? Kann ich jetzt nicht unter der Schienenbahn durchmachen? Sehr bescheiden. Doch, geht, siehst du? Will doch mein. Wäre schön doof, wenn sich jetzt irgendwie jetzt ausschließt. Aber es geht. Muss das nur noch fertig werden hier. So, ich gehe mal eben zum Expeditionsraum. Die müssen schon jetzt wieder da sein. Extrahieren. Dann bin ich auch gleich dabei, das zu schaffen. Was behalten wir für die nächste Runde, ganz klar. Und dann gleich nochmal ein Forschungsteam losschicken nach irgendwo. Problem ist, ich habe gerade gar nicht im Kopf, falls wir wieder eine Weile her ist, wie ich gespielt habe, was ich jetzt noch alles abgrasen muss. Und wo ich noch viel Platz habe. Ein Sturm nähert sich. Na toll, das wird mein 32.000. Schon offenbar nicht direkt einzugehen hier. Muss mir den Schutzraum gleich wieder öffnen hier, nervig. Aber beide den gleichen Wert, aber offenbar wird das nicht irgendwie addiert, wie ich gehofft habe. Hä? Hätte ich mir auch sparen können. Ach, 86, das ist ja zu wenig, ne? Senor, ich muss noch einen Schutzraum bauen, offensichtlich. Das scheint nicht zu reichen hier. Sind ja nicht so groß. Die müssten wir schon noch hier irgendwie reinpassen. Mit dem, was Sie erreicht haben, können wir unsere Arbeit hier in der Wissenschaftsabteilung weiterentwickeln. Freut mich total. Oh, hier kann ich hinbauen? Okay. Hier vorne ging es komischerweise nicht, aber da weiter rein. Nun ja. Braucht mehr Schutzräume. Und sterben alle. Ah, sie werden weggefegt. Oder auch nicht. Er lauft da alle rein. Ihr waghalsigen Menschen. Moment, Beobachtungsplattform ist kaputt. Ach so, deswegen. Das ist ja alles gut. Ranger, Ranger. Dort. Das darf ja nicht so sein. Ach, mal, hab ich's geschafft. Ach, das war die gerade mit der Dingsgeschichte hier. Geschafft, das Geld zu kriegen. Okay, wunderbar. Dann muss ich nur noch hierauf warten. Hat für Barriolix da offenbar nicht gereicht. Okay. Hätte ich gedacht eigentlich. Dann ist im nächsten Ding jetzt aber auch der Barriolix dann fertig soweit. Ist aber doch gereicht, ja? Offen? Was? Wie offen? Nein. Schutzraum. Alle sind noch offen. Natürlich sind die offen. Hä? Oder was wegen dem neuen jetzt gebaut wurde? Uppala, war denn der da? So gut. Immer noch 85, 1% runtergegangen? Das geht ungefähr so 10% hoch. Ah. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Auch natürlich muss das eh ein Sturm sein. Oder was? Ah, Kacke. Kann der Schutz doch gleich aufbleiben hier. Den und den. Ich brauche einen neuen. Oh, gleich noch einen hier bauen. Gehege, Gehege, Gehege. Ja, ja. Kakunutsunu, schon klar. Zu nah am Dinosaurier. Sehe ich eigentlich nicht so. Denn hier ist doch. Ich will das wieder zubauen. Ich muss reparieren, wa? Geht natürlich auch notfalls. Unterwegs.
Mann, Mann, Mann. Diese Velociraptoren. Zum Glück waren ja alle bereits hier gerade sicher, alle Menschen. Hört ihr jetzt ab? Sind die schon betäubt? Nee. Ach, gleich vier unterwegs. Ich halte es nicht aus. Ja, hier, der ist okay. Und den. Und den darf ich nicht. Oh, ja, 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 ja. Ich bin ja bald weg hier zum Glück. So. Toll, den nochmal hier und den noch. Dann bin ich durch damit. Trotzdem gehen wir nochmal auf Forschungsreise. Links davon, nicht rechts davon. Ja, weil es eben nicht spielt, das Spiel, ne? Dann ist man wieder völlig raus aus allem. Moment, warte, was? Wo war das mit dem Baryonyx? Da. In gut alt Engeland. So. Und dann aber jetzt den da. Einen habe ich offenbar schon erwischt. Wo immer der jetzt ist. Da oben. Mann, ist er weit gelaufen. Zurück ins Gehege, aber ins Richtige, nicht in das für den Dillos. Das wäre fatal. Produkt muss eingesammelt werden. Ist kein Produkt, Mensch. Es ist ein lebendes Wesen. Mit dem, was Sie erreicht haben, können wir unsere Arbeit hier in der Wissenschaftsabteilung weiterentwickeln. Ja, gern geschehen. Anfrage zur Produktabholung. Freut mich totali. Soll hier noch eine rumliegen, die ich aber nicht abtransportieren kann, weil ich bloß drei auf einmal auf der Karte haben kann, wie ich weiß. Aber ich kann schon mal Schutzräume öffnen, denn die sind ja gefangen. Betäubt jetzt die ganzen Dinos. Das heißt, es ist ja nicht mehr so dramatisch, ne? Können wir mal gucken, wie die hier rumliegen. Das ist kein Produkt. Bisschen mehr Gefühl, bitte. Mann. Oh. Kann ich jetzt doch vier auf einmal machen? Unterwegs, um Produkt abzuholen. Scheint bald so. Mir war so, als wenn es bloß drei sind. Produkt in der Luft. Nun gut. Nun gut. Beginne Produkttransport. Ja, Mann, das sind echt total krasse Velos. Das sind keine Produkte, liebe Leute. Wie dem auch sei, ich bin bei 101 Million Dollar. Oh, oh. Wo ist das jetzt? Dort. Das ist ultra geil und ich kann auf jeden Fall sagen, na, toter Dino. Bin zur Futterstation unterwegs. Dass ich jetzt auch langsam mal dann in den nächsten Park reingehe. Wo ist der Dino jetzt? Ich will da hin, wenn ich drauf klicke. Ah, Strohdomosaurier natürlich. Der neunte. Naja, war klar. Nach der 8 stirbt die 9. Mal fix ausbrüten. Mal eben gucken, wie es jetzt hier bei der Dingens aussieht. Noch keiner zurück. Links davor. Ich schwöre, nach rechts geklickt. Komm zurück. Das mache ich auch noch ganz kurz. Zack. Guck mal hier, super. Und noch ein Dings bekommen. Zu verkaufen. Kann ich zumindest ein bisschen meine Finanzen gleich ausbessern im nächsten Park, wo ich bestimmt wieder mit Minus irgendwie Kapazitäten anfangen werde. Dann mache ich mal fix einen ordentlichen Speicherdingens. Babam, babam. Und dann gehen wir rüber zur nächsten Insel. Zustellung bestätigt. Zustellung wurde abgeschlossen. Da ist keiner, das, die alle reden, ist schlimm. So, wie komme ich denn zur nächsten Insel? Über diesen Auswahlbildschirm. Nein, über diesen wollte ich auch sagen. Insel Navigaciones. Sie sind hier, wir wollen nach dort. Da will ich auch gerne hin. Kann ich da schon hin? Ach, da muss ich jetzt hin. Ach so. Das wird nicht. Thema springe ich offensichtlich. Ja, okay. Wir benötigen Isla Taco. Ach so. Dachte, das wäre jetzt die letzte Insel gewesen hier. Also erst die hier, dann die und dann die. Da kann ich ja schnell, wenn ich wollen würde. Nach Good Old Südafrika, Isla Nublar. Also, es ist eindeutig Afrika. Aber das hat ja noch Zeit. Ist ja sowieso der Endlosbereich dann nachher. Ja. Ab geht's. Bam, bam. Drohnen können keine Tunnel oder Höhlen erforschen. Und sie können gehackt werden. Sobald ein echter Krieg ausbricht, ist die ganze schicke Technik nutzlos. Vic Hoskins. Ja, da hat er recht. Aber Krieg soll ja hier nicht ausbrechen. In unserem Dino-Park. Es sei denn, es je nachdem, ACU-Sicherheitsteam, die haben ganz gerne mal Krieg unter Dinosauriern zumindest. Das ist auch nicht so schön. Wissen Sie, es gab ganz in der Nähe einen Freizeitpark,
der auf den Überresten eines alten Freizeitparks errichtet wurde. Nein. Scheuen Sie keine Kosten, wie Hammond sagen würde. Ein biologisches Reservat. Sie haben vielleicht davon gehört. Zumindest von den Dingen, die nicht geheim sind.